Yo Leute und willkommen zurück zu den Sims. Ja, die große Zeitspanne ist vorbei. Ich habe ein bisschen Geld angefressen. Ja, ein bisschen viel. Ich habe das jetzt so als, weiß ich nicht, irgendwie Arbeitsbonus gesehen. Nein, ich habe es mir nicht hergescheatet. Sonst, ich weiß nicht, ist irgendwas Großartiges anders? Das ist ja auch eine große Zeit, die ich dann halt auch so offscreen spielen musste. Ich glaube, ich habe eigentlich nichts verändert. Ich glaube nicht. Ja, hier, Sandra ist auch noch ein Kind. Das finde ich auch sehr gut. Und wir werden nun ein bisschen umbauen. Mit unserer schönen Pianomusik. So muss das sein. Denn in diesem kleinen Haus kann man ja wohl nicht mehr leben. Das geht ja gar nicht. Besonders geil finde ich gerade, dass die Putzfrau da in der Tür steht und ich das wahrscheinlich nicht verändern kann. Das geht nicht. Deswegen muss ich auch mal kurz Anton rausschicken. Bisschen schneller vielleicht. Ganz schön, wie ein großer. Alles klar. Okay, wir hatten ja noch in, ich glaube, es war in der letzten Folge, hier hinten noch dieses Hinterzimmer gemacht, was ich eigentlich jetzt total sinnlos finde, weil ich das Haus jetzt sowieso verändere. La 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 la. Okay, ich würde mal sagen, wir stellen erstmal alle Möbel so dahin. Okay, das Klo kann ich nur in der Wand lassen. Och, schön. Katzenklo. Waschbecken muss auch. Nee, Waschbecken muss nicht. Aber Spiegel. Ja, das kann auch alles weg. Boah, das soll sich nicht drehen. Das passiert, wenn man das Ding zu schnell schnappt. Oh, ich liebe klassische Musik. Ich weiß, da wird nicht jeder zustimmen. Aber bei mir ist das nun mal so. Ich glaube, ich werde mir auch neu und einen neuen Stuhl. Auf jeden Fall. Es ist ja furchtbar. So, die Uhr kommt auch hier draußen irgendwo hin. Ist das nicht hübsch? Boah, hier. Sieht aus wie ein Flohmarkt. Ach, das ist der Hund. Oh nein. Ach komm, lass das Viech da stehen. Ich hätte ja eigentlich gern Flur. Oh, eigentlich würde ich am liebsten das Ding abreißen. Ich würde eigentlich direkt ein neues Haus bauen wollen. Weil das ist so Ibar. Aber was würde ich da. Ich meine, ich habe jetzt knapp 50.000. Das ist eigentlich richtig viel. Eigentlich schon. Oh komm. Lassen wir den Geiz. Speichern das. Ja. Okay, gehen wir in die Nachbarschaft. Ui, ja, die haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Och, sieht das nicht hübsch aus mit der Wand da hinten? Okay. Wir schmeißen sie raus für einen Wert von 73.000 und reißen das Haus ab. Ja, das dauert manchmal ein bisschen. Und da ist es auch schon. Gut. Dann lassen wir sie auch gleich wieder einziehen. 7.000, 10.000. Ja, die haben ja eigentlich eine Menge Kohle, ne? Ja, 62.000 habe ich dann noch übrig. Ach komm. Das ist 3.500 Unterschied. Dann nehmen wir gleich das große hier. Das finde ich übrigens ist auch das schönste Grundstück, wie ich sagen muss. Also nach meiner Meinung her. Es gibt halt auch noch ein größeres, aber das finde ich halt nicht so toll, so weiß ich nicht. So Ibar. Okay, wir fangen mit dem Flur an und ziehen hier einfach mal geradewegs sowas Schönes. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich brauche eine ungerade Zahl. 9. Okay, gut, dann ziehen wir einfach mal zwei Blöcke dahin. Man kann natürlich in Sims 1 noch nicht so eine großen Variation hier vornehmen. Ich meine, ja klar, man kann es so schräg machen, aber weiß ich nicht. Das ist auch nicht so das Wahre vom Ei. Ich darf natürlich jetzt auch nicht wirklich großartig übertreiben, ne? Ich darf hier keine große Villa bauen. Werde ich wahrscheinlich trotzdem tun. Aber egal. So, ich brauche erstmal so einen angenehmen Flur. Überhaupt nicht übertrieben. Überhaupt nicht übertrieben, aber egal. Dann hätte ich hier gerne so ein Zimmer. Warum, werdet ihr später sehen. Sehr schön.
Nee, ist nicht zu groß. Nee, nee. Okay. Dann hätte ich hier gerne noch so eine Flurpassage. Das heißt, hier machen wir das nochmal weg. Zack, zack, zack. Dann bis hier. Oh, nee, komm. Da, das reicht. So, haben wir hier eine kleine Passage. Das hat alles seinen Sinn. Keine Sorge, Leute. Oh Gott, wie viel ist das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passt gerade so gut. Sehr schön. Sieht zwar aus wie irgendein komischer Star Trooper, aber egal. Ja, und hier banden wir jetzt natürlich an. Das machen wir ein bisschen förmlicher mit dem Raum. Dann machen wir... Nee, nicht hier. Fangen wir hier an. So. Und so. Dann passt das eigentlich. Das hat eine Gesamtlänge von 5. Ragt 4 raus. Ja, komm, dann machen wir das so. 2, 3, 4, 5. Und dann hier anbanden. Ja, doch, das geht eigentlich. Ja, das geht. Gut, dann das Ganze klonen. Jawohl, damit das auch schön symmetrisch bleibt. Ich hasse das nämlich, wenn das Haus irgendwie dann so am Ende schräg ist oder irgendwie... Halt ein bisschen, wenn es halt komisch aussehen würde, sag ich mal. Und ja, komisch. So, da haben wir eigentlich auch schon unsere Aufteilung, obwohl... Ich weiß nicht, eigentlich, ne? Das Kind braucht eigentlich noch ein Zimmer. Ich habe das gerade jetzt so schön eingeteilt. Eigentlich braucht das Kind noch ein Zimmer. Kann ich das nicht oben? Obwohl, ich hasse den zweiten Stock. Ich hasse das. Das ist furchtbar. Weil, ja, ich hab jetzt Flur und 5 Räume, aber ich habe mit dem 5. Raum was anderes vor. Ach, Mädchen. Du ruinierst gerade meine Planung. Na komm, packen wir dich hier hinten hin. Das ist doch eigentlich deine Ruhe. Ich bin immer so großzügig, ne? Voll das Riesenzimmer. Ach komm, das geht aber eigentlich, ne? Ein kleines Kinderzimmer. Alles klar, gut, fangen wir mit den Türen an. Jetzt haben wir noch knapp 50.000. Das reicht, das reicht. Wir brauchen aber eine anständige Eingangstür. Ich sagte anständig. Ach komm, naja, sieht aus, als wäre ich irgendwie ein Zuckerwattenverkäufer. Nee, nee, das ist eigentlich schön. Ja, das ist schön. Okay, bei Türen allgemein nehme ich eigentlich immer gern nur so einen Durchgang. Nee, Quatsch. Nee, ich nehme keinen Durchgang, ich nehme das hier. Eine Schiebetür. Die geht von ganz alleine auf. Was eigentlich voll fail ist. Der Schiebestuhl steht. Bam. So, alles ganz schön. Hier, das brauchen wir natürlich gerade. Und den Abstand, der muss auch perfekt sein. Jawohl. Symmetrisch. Ich lebe symmetrisch. Und jetzt können wir mit dem Teppich weitermachen. Die Türen waren schon wieder so teuer, ey, Alter. Richtig eklig. Oh, ich liebe diesen Boden. Schwarze Fliesen, also Linoleum. Hätte ich ja schon wieder gern eigentlich fürs Badezimmer, aber wo mache ich das Badezimmer hin? Müsste eigentlich der kleinste Raum, das gibt's gar nicht. Dann machen wir das Bad da hinten hin. Ach komm, das Bad machen wir da hinten hin. Das ist irgendwie viel stylischer. So, und dann diese hellen machen wir in die Küche. Komm, die Küche machen wir da hin. Nein, das ist gar... Oh. Ups. Das meine ich. Das... Nein, das meine ich doch nicht. Oh, ich verschwende hier schon wieder total viel Geld. Nein, das auch nicht. Ja, das meine ich. Obwohl, das sieht für eine Küche richtig scheiße aus. Entschuldigung. Ja, das können wir nehmen. Das nehme ich. Okay, dann, was ist das hier? Roter, ach komm. Gönnen wir uns das fürs Schlafzimmer. Und dann ist hier jetzt unten das Zimmer vom Mädchen.
Hier war immer mal so ein Scheiß. Ne, komm. Krieg nur Augenkrebs von. So ein Scheiß. Und dann kriegt das Wohnzimmer das hier. Und das riesige Zimmer hier. Das wird. Sowas, nein. Obwohl lila. Lila ist eigentlich hübsch. Obwohl, das sieht so. Das sieht so bäh aus. Gibt's nicht auch einen lila Normalteppich? Ich will lila. Okay. Lila. Okay, und dann nehmen wir nochmal für den Flur. Was ist das denn? Ach komm. Nehmen wir das. Das sieht so edel aus. Jawohl. Sehr schön. Gerade mal 5000. Okay, jetzt brauchen wir noch mal ein bisschen Tapete. Das nehmen wir für draußen. Das ist hübsch. Das nehmen wir da. Ist mir auch relativ egal eigentlich. Die Wände habe ich eh nie oben. Ach ne, das hatte ich schon. Boah, guck dir das an. Lila und grün. Da kriegst du doch Augenkrebs, wenn du da drin stehst. Ist das heftig eklig. Bye. Die haben mein Mitleid. Ganz ehrlich, haben sie. Ach ja, Badezimmer braucht noch was. Da hatte ich auch eigentlich immer sowas. Ach komm, nehmen wir weiß. Jawohl. Sehr schön, sieht doch schon bewohnbar aus. Gut, kommen wir zu den Möbeln, bevor wir noch zu irgendwelchen anderen Accessoires kommen. Die ich mir, ja, denken könnte. Kühlschrank, ja. Da bleiben wir beim Klassischen, dem Besten. Hauptsache, der Klassische ist der Beste. Ja, komm. Ach, nee, dann nehme ich nur den hier. Aber da stelle ich den Block hier woanders hin. Ich mag das nicht so, wenn das alles aufeinander steht. Und ich entscheide mich für dieses Muster. Weil es gibt das nämlich auch in Schränken. Und oh Gott, ich sehe gerade, wie viel ich schon wieder ausgegeben habe. Oh, was ist denn das? Bin ich gerade... Okay, ich wollte gerade fragen, ob ich blind bin. Dann haben wir hier so ein... So was Schönes. Ja doch, das geht. Dann machen wir gleich mit dem Viehzeug weiter. Wir stellen das da hin. Und eigentlich müsste da noch sowas richtig Schönes drinstehen. Sowas irgendwie, was eine Küche ausmacht. Ich kriege einen Vogel da rein. Boah, wie teuer diese Viecher sind, ey. Alter. Heftig. Ah ne, komm, machen wir erstmal weiter mit den wichtigsten Sachen. Nicht, dass ich dann wieder kein Geld mehr habe. Einmal Klo, einmal Dusche. Mädchen wird sowieso wieder alles kaputt machen. Einmal Waschbecken. Komm, nehmen wir gleich so ein schönes Ding. Und dann sind wir hier auch fertig. Dann können wir zu den Betten. Bett, Bett, Bett. Das ist übrigens, ja, Modell vibrierendes Herz in Flitterwochen Hotels ist dieses Bett so beliebt, dass wir beschlossen haben, es auch an Privatkunden zu verkaufen, sagt die Designerin Berenice Roos. Wir haben viele Tests mit Puppen durchgeführt, um die Stärke der Federn zu testen. Das Bett wird mit pur roten Seidenbezügen geliefert. Komfort 19, Energie 8 und Gruppenbeschäftigung. Ja. Dieses Bett wurde in das volle Leben mit eingeführt, womit man halt dann die Funktion bekommen hat, naja, dass so zwei Menschen halt im Bett sowas machen können, brauche ich jetzt nicht erläutern, kann sich jeder im Kopfkino vorstellen. Dabei möchte ich da doch mal darauf eingehen, es wurde halt diese Aktion, ne, diese besondere Aktion im Bett, wurde halt nicht mit das volle Leben eingeführt. Das beschränkt sich ja nur auf dieses Bett. Das geht nur in diesem Bett, weil guckt mal, Gruppenbeschäftigung steht nirgendwo anders. Das geht nur da drin. Das heißt, diese Funktion ist nicht mit reingearbeitet worden, das liegt nur am Gegenstand, okay? Weil viele meinen so, ja, ab da geht das und so, aber nein, es liegt halt nur am Bett. Und, ja, darauf bestehe ich. So. So, was holen wir denn für ein Bett? Komm, das reicht, ne? Das Schwarze ist auch eigentlich ganz schön. Das, dieses Bett gibt es übrigens schon seit den Original-Sims. Dieses Schwarze hier. Fand ich auch damals schon richtig hübsch. So, Mädchen, du kriegst wieder dein kleines Kackbett. Hauptsache, ich nenne sie immer Mädchen. Hat einen Namen. Ach, egal. Okay, dann kommen wir zum Wohnzimmer. Ist ja eigentlich nicht so wichtig, aber man sollte sich schon was gönnen. Oh, dieses grüne Sofa, das fand ich früher immer so cool. Komm. Was soll der Geiz? Aber das passt nicht so genau.
doch, passt das. Fernseher. Das muss jetzt sein. Das muss jetzt sein. Das geht nicht anders. Okay. Was hatte ich noch? Ich hatte ja natürlich den... Die Lampe da, ne? Mit dem Djinn. Komm, nimm mal wieder hier ihn hier. Ja. Wo war denn der? Hier, glaube ich, ne? Ja. So, ja, wir müssen natürlich noch einiges füllen. So, das Mädchen kriegt wieder den Kleiderschrank. Boah, ist das hässlich. Und hier, zack. So, Mädchen kriegt auch noch einen Spiegel. Kann ich dann auch ausnutzen für Charisma. Also Anton. Och, tut mir leid, dass ich das immer so sage. Die Hälfte von euch denkt bestimmt schon, ich heiße Anton. Nein. Da muss ich euch enttäuschen. Ah ja, Bücherregal ist eigentlich auch ganz nett. Das finde ich auch hübsch. Hübsch. Das kommt dahin. Oh, ich habe nur noch 15.000. So langsam wird's eng. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen pflanzentechnisch gucken. Ja, das muss sein. Ihr Schwebeblume. Jawoll. Und nochmal so ein fettes Vieh hier. Komm, hau rein. Hauptsache das Schlafzimmer ist voll leer. Ja, was soll doch sonst rein? Ja. Okay, jetzt habe ich für das Zimmer nicht mehr wirklich Geld. Auf jeden Fall muss jetzt erstmal wieder der Schreibtisch da rein mit dem PC. Stuhl Action. Stuhl, nehmen wir mal einen richtigen Computerstuhl. Wie sich das gehört. Und der Rechner, nehmen wir den. Hübsch. Ach ja, Telefon. Sollte man nicht vergessen. Alarmanlage sollte man sowieso nicht vergessen, obwohl ich glaube, dass jetzt sowieso keine Diebe mehr kommen, weil ich jetzt eigentlich ein sehr großes Anwesen habe. Aber, naja, man weiß nicht. Man weiß ja nie. So, was könnte ich denn noch Schönes holen? Ich könnte mir hier eine Stereoanlage hinstellen. Oh, die ganz schön teuer ist. Das ist eine Jukebox, ne? Ach komm. Was soll's? Kann man doch mal da hinstellen. Kann man doch mal machen. Ja, sonst eigentlich habe ich kein Geld mehr für irgendeinen Kack. Oh Mann. Ich hatte so viel vor. Ach ja, Moment. Bumm, bumm. Hier. Digitalsatellit. Wie kriegt man mehr Sender in den Fernseher rein? Finde ich aber ein bisschen, naja, sinnlos. Ehrlich gesagt, schon ein bisschen doof. Ach, eine Badewanne wäre auch was, aber dafür habe ich nicht gar keinen Platz. Gar kein. Ach ja, Whirlpools gibt es natürlich auch, ne? Ganz, ganz geil. Ach komm, was soll's. Passt schon. Habe ich nicht noch irgendwas fürs Schlafzimmer? Ich weiß es nicht. Tiger. Bär. War viel zu teuer. Ach Mensch. Ach ja, ich brauche ja für die Viecher nochmal kurz was. Ach ja, und das habe ich ja auch nicht mehr. Einmal mein Loch. Dann den... Dingsterbumster, den Zaubermonitor. Komm, den stellen wir mal hier rein. Genau wie das Ding. Ich hoffe, das brauche ich dann wenigstens auch mal. Hier, und dann nochmal die Viecher, ne? Hier. Ach ja, das kann ich ja hier reinstellen, genau. Für Le Wauwau. Und für Le Katze. Ach, komm. Stellen wir das da hin. Ist das nicht hübsch? Ist das nicht hübsch? So. Brauche ich noch einen kurzen anständigen Garten und dann haben wir es. La 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 la. Ignoriert das einfach. So, hier noch ein bisschen Pflanze, ne? So hier. Nein. Hier. Nee, das finde ich hässlich. Komm, packen wir hier so ein paar Blümchen hin. Ganz toll. Mhm. Drei Reihen am besten.
Und da muss ich mir nur noch einen Gärtner kaufen. Ja. Ist das nicht schön? Da haben wir unser neues Haus. Guckt es euch an. Sagt, dass es schön ist. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.